So, und dann sind wir auch schon bei der nächsten Ausgabe des Quiz-Taxi. Heute mit Miloš Veljković. Miloš, WM-Quiz-Taxi. Ich hoffe, du fährst zur WM. Ich glaube ja schon. Ja, ich hoffe. Und ich hoffe vor allen Dingen, du kannst diese Fragen richtig beantworten, weil sonst geht's nicht zur WM. Naja. Miloš, in welchem Jahr fand die erste Weltmeisterschaft statt? Also Thomas hatte das sicher nicht richtig. keine Ahnung, vielleicht. Ein Tipp. Hast du einen Tipp? Nee, einfach nur dein Tipp. Dein Tipp meine ich. Keine Ahnung, vielleicht 1900. Oder ich weiß nicht. Fast. 1930 war es. Ja? Ja. Ah, okay. Schade. Welches Land ist bis heute Rekordweltmeister? Bis heute Rekordweltmeister, ich würde sagen, ich schätze Brasil, oder? Da ist der erste Punkt. Welches Land gewann denn die erste Weltmeisterschaft? 1930 war es übrigens. Ich schätze einfach, vielleicht Argentinien. Uruguay. Kann ich ihm leider keinen vergeben. Welche Mannschaft, Miloš, stand am häufigsten im WM-Finale? Das ist leicht. Am häufigsten? Es ist sehr leicht. Ja, dann Deutschland. Richtig. Das ist der Uruguay. Ich dachte, es ist Uruguay vorher, aber... Ich war mir nicht 100% sicher. Aufs Bauchgefühl vertrauen, ne? Ich habe einen Film geschaut. Wer spielte im WM-Finale 2014 den entscheidenden Pass auf Mario Götze, der das Siegtor für Deutschland schoss? Das war Schürrle. Einfach. Das war einfach, ja. Ja. Zu einfach vielleicht. Oder der Mann will zur WM. Wer spielte im WM-Finale, das hatten wir schon, wer ist der Rekordspieler bei der Weltmeisterschaft? Also, wer hat die meisten Spiele bei einer WM gemacht? Kann ich, ist der Deutsche? Vielleicht. Könntest du sonst hier vielleicht auch einen Passanten-Joker nehmen? Ja, komm, wir nehmen einen. Wen nehmen wir denn? Da drüben steht jemand. Vielleicht können wir hier mal kurz rechts halten, wenn keine Bahn hinter uns. Oh, ist eine Bahn hinter uns. Haben wir nicht viel Zeit. Ja, okay, dann. Hier vielleicht. Guck mal, die hat einen Deutschland-Wimpel hinten dran, die muss ich auskennen. Und dann fragen wir sie mal. Hallo! Hallo. Ich habe eine Frage. Zur WM und zwar, wer ist der Meister? Wer ist der Spieler mit den meisten Einsätzen bei einer Weltmeisterschaft? Ist ein Deutscher, das weiß Miloš schon, aber er überlegt welcher. Eventuell Klose, ich weiß es nicht. Genau, ich glaub, Klose. Nochmal drüber nachdenken. Ist auch ein Rekordspieler der deutschen Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist. Ja, ist er immer noch. Ist auch Weltmeister geworden. Sportspieler der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, er ist jetzt Trainer. Hat immer sehr junge Freundin. Ah, Lothar Matthäus. Lothar Matthäus ist wichtig. Ist alles gut. Wunderbar. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich hätte alles richtig, hätte ich Uruguay gesagt. Miloš hat bereits 4 Punkte dank seines fantastischen Passanten-Jokers. Der ist gestrichen. Kommen wir zur nächsten Frage. Eine spezielle Frage für dich. Wie oft hat Serbien an einer Weltmeisterschaft teilgenommen? Oh. Serbien. Also Serbien als eigenes Land oder? Serbien als eigenes Land. Als eigenes Land? Nicht so oft. Nicht sehr. Nee. Das 2014.
2010, ja, 2010, einmal. Einmal? Ja. Oh, der Mann räumt richtig ab hier. Wer ist wer im Rekordtorschütze? Ja, das ist, also ich denke, das ist Klose. Easy. Danke. Wer hat das erste WM-Tor für Serbien erzielt? Für Serbien. Ich glaube, das ist jetzt eine Pflichtfrage. Ich glaube, das war sogar gegen Deutschland. Das war Jovanovic. Wahnsinn. Wahnsinn, der Typ. Ja. Punkt für dich. Wo hast du es gesehen, das Spiel? Das Spiel habe ich zu Hause in der Schweiz geschaut. Und laut gejubelt. Ja, 1-0 ja. Sieg damals. Ja, ja, genau. Da kommt der nächste Punkt vielleicht auch schon. Wer hat denn das letzte WM-Tor für Serbien erzielt? Das ist ein bisschen schwerer. Naja, war das gleiche Turnier, ne? Ja. Vielleicht Krasic. Nee. Letzte Antwortmöglichkeit. Ist das Krasic? Ist das deine Antwort oder hast du? Oder kann ich das schon einloggen? Vielleicht Vidic. Außenrist! Außenrist. Ich weiß nicht. Pantelic! Ach, Pantelic, okay, ja. Ja. Das habe ich vergessen. So, dann gegen Australien war es übrigens. Wie viele Bundesligaspiele bestritt Mladen Krstajic, dein Nationaltrainer, in der Double-Saison für Werder? Wie viele Bundesligaspiele? Mhm. Kannst auch einen Telefonjoker nehmen. Das ist sehr schwer. Du hast noch den Telefonjoker. Ja, soll ich gesagt auch noch. Das wäre vielleicht etwas unangenehm. Ja, nein. Aber wenn du möchtest. Nein, lieber nicht. Vielleicht weiß es ja auch Baumi. Er weiß das wahrscheinlich. Nein, ich schätze mal, ich will jetzt keinen stören. Vielleicht 25? Falsch. Okay. 31. Nein, stimmt gar nicht. 30. Hoho. Drei Tore. Zu welcher WM gehört dieser Song? Das war 2000 und entweder 10 oder 14. Ich glaube, es ist 10. Das ist die nächste Raute für dich. Danke, danke. Wie viele hast du denn da schon, sag mal? Hä? Ich glaube, ich hier. 8. Jetzt kommt aber eine Hammerfrage. Gegen welche Mannschaft bestreitet Russland das Eröffnungsspiel am 14.06. in Moskau? Das sollte ich eigentlich wissen. Das ist schwer, Mann. Ich weiß nicht mal die Gruppe von Russland. Gibt es auch einen Tipp oder... Warte mal, ich habe noch einen Telefonjoker. Ja. Ja, benutze ihn, bitte. Schön auf Lautsprecher bitte stellen. Ob jetzt jemand abnimmt. Warte mal. Ja, sonst kannst du ja jemand anderen anrufen, ne? Also, okay. Drei Nummern, einer muss abheben. Okay, ruf mal meinen Freund Pablo an. Hallo. Pablo, ich bin im Quiz-Taxi. Ja. Ja, eine Frage. Also gegen welches Team bestritt ist das Eröffnungsspiel von Russland? Ist das Eröffnungsspiel von Russland? Das Eröffnungsspiel ist Deutschland, amigo, weil Deutschland hat die Olympische Meisterschaft gewonnen. Deutschland gegen Russland? Also ich kann die Frage auch nochmal stellen. Warte. Ist deine Mal zu. Die Frage lautet, gegen welche Mannschaft bestreitet Russland das Eröffnungsspiel am 14.06. in Moskau? Okay, einen Moment bitte. Na bitte jetzt nicht im Internet nachgucken, sofort sagen.
Es bleiben 10 Sekunden für die Antwort. Pablo, 10 Sekunden, sag einfach etwas. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, nee. Mann, ich weiß nicht, gegen wen sie in der Gruppe sind. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Es ist auch sau schwer zugegeben. Es ist Saudi-Arabien. Oh, wow. Okay, jetzt hätte ich nie gewusst. Ein Hammerspiel. Ja. So, kommen wir zur nächsten Frage. Wann findet das WM-Finale statt? Wow. So weit habe ich nicht gedacht. Oh. Ich dachte, Serbien ist Favorit. Ja, nee, leider nicht. Finale. Ja, irgendwann vielleicht Ende Juli. Kann das sein? Ein Datum? Einfach mal so reingeworfen. 26. Falsch, 15. Juli ist das. Ist ja meist so um den 8., 9., 10. sowas. Okay. Diesmal ist besonders spät. 15. Juli ist spät. Okay. Wie viele Stadien gibt es bei der WM 2018? Das sind Fragen, ey. Das sind schwere Fragen. Ja? Vielleicht, ich schätze mal, 8? 12. Schade. Ja, Russland ist ein großes Land. Ja. Welcher aktuelle WM-Spieler hat die meisten WM-Treffer? Aktuelle, okay. Ist er auch Deutscher? Ich glaube, Thomas Müller. Die nächste Raute für dich. Ah, sehr gut. Nächste Frage. Wie viele Länder nehmen 2018 erstmals an der WM teil? Nicht ganz so einfach. Soll ich sagen, welche oder wie viele? Wie viele? Welche wäre schön, ja. Oha. Also hier steht. Also vielleicht Saudi-Arabien. Eine. Kann das sein? Ich kann es nicht sagen. Ah, okay. Ich brauche zwei Antworten, brauche ich. Okay, das ist schon mal ein Tipp. Saudi-Arabien und vielleicht. Mann. Stimmt, da habe ich mich schon verquatscht. Zwei Antworten. Bin ich so der beste Quizmaster. Zum ersten Mal zur WM geht noch. Mann. Also Saudi-Arabien hat, glaube ich, Miroslav Klose 3 Tore schon gegen geschossen. Alter. Okay, dann ist es schon mal nicht. Wenn ich mich recht erinnere. Oder waren es 4? Man weiß es nicht so genau. Ja, dann keine Ahnung. Ich schwöre, ich weiß wirklich nicht. Es ist Island und tatsächlich. Okay. Ja, das ist das. Da hätte man ja auch nicht drauf kommen können. Nee. Nee. Weil Island schon so gut war bei der EM. Eben, eben. Stimmt. Von welchem Land ist dieses nächste Lied, was ich dir jetzt vorspiele, die Nationalhymne? Also da es keine Wörter gibt, ich glaube, es ist Spanien. Kann das sein? Ne? Okay, keine Ahnung. Oh! Da sind ja doch Wörter. Dann, ah, okay, ja, du. Brasilien. Gruppengegner. Wann spielt ihr gegen Brasilien? Das letzte Spiel. Große Vorfreude. Ja, ja. Traum, ne? Definitiv. Einmal im Leben bei einer WM gegen Brasilien. Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Wir wünschen es ihm. Kein Punkt für dich aber, oder? Das war Spanien. Gibt's einen Punkt? Gibt's einen Punkt? Es gibt einen Punkt für ihn. Danke. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie oft hat sich die USA schon für eine WM qualifiziert? Ich habe keinen Telefonjoker mehr. Nein. Könnte Aaron anrufen. Tja. Mann, okay, ich schätze mal vielleicht
Viermal? Nein. Wie viel Mal? Zehnmal. Ah, okay. Ja. Ja, okay. Hätte ich auch nicht gewusst. Hätte ich auch nicht gewusst. Zehnmal ist schon. Wie viele hast du denn da überhaupt? So was macht. Mein Gott, du. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn. Zehn Punkte. Zehn Punkte. Hammer Typ. Milosch, wie viele willst du davon setzen für die Masterfrage? Kannst du sie verdoppeln?